Ich habe fast meinen Geldbeutel oder Davids Geldbeutel in den Müll geschmissen. Immer am Worken. Hi. Willkommen zur ersten Folge, das erste Mal, das Format, in dem ich Sachen mit euch zusammenlebe und euch Tipps gebe, nachdem ich sie eben probiert habe, quasi wie das Versuchskaninchen, gemischt mit Storytimes. Und heute gibt's für euch ein Storytime-Versuchskaninchen-Video. Wenn ihr nicht genau wisst, was das erste Mal ist und ihr euch fragt, hä, was macht ihr da eigentlich, guckt gerne mal hier oben bei diesem Video vorbei, da wird mein neues Format irgendwie ausführlicher erklärt. Und jetzt viel Spaß bei der ersten Folge von das erste Mal. Ich bin zwar nicht das erste Mal umgezogen, aber irgendwie auch schon, denn ich bin das erste Mal seit 10 Jahren umgezogen. Also ich bin als Kind sehr oft umgezogen, aber seit 10 Jahren bin ich eben sesshaft gewesen in einem Haus und dann bin ich aus diesem Haus ausgezogen. Jetzt das erste Mal nach 10 Jahren, also irgendwie kann man schon sagen, dass es mein erster Umzug war, das erste Mal umziehen nach 10 Jahren. Und ich muss sagen, rein emotional hängt da schon ein bisschen was dran, weil man hat doch irgendwie seine ganze Jugend in einem Haus verbracht und dann einfach auszuziehen, oder was heißt einfach, auszuziehen, ist schon krass, weil da sehr viel Emotions dran hängen, auch wenn ich nicht gerade der emotionalste Typ bin. Ich muss sagen, wäre ich allein gewesen, wäre ich glaube doch sehr sentimental gewesen und hätte glaube einen Moment gebraucht, um irgendwie anzukommen, aber dadurch, dass so viele Leute um mich rum waren und so viel Action passiert ist mit diesem Umzugs-LKW und so weiter und so fort, hatte ich nicht viel Zeit emotional zu werden. Und wenn ihr gerade auch umzieht oder umziehen wollt und so weiter und so fort, dann bleibt gerne dran, denn ich habe noch ein paar nützliche Tipps hier im Video für euch verpackt, denn ich bin nicht das erste Mal umgezogen, wie gesagt, sondern ein paar Mal mehr, aber erstmal jetzt die Storytime. I'm dying, es ist um 7 Uhr morgens. Wir müssen los, Mann. I'm dying. Ich will nie mehr. Aber wir sind gleich fertig. Wie gesagt, es hängt irgendwie immer was hinterher und es ist für mich einfach sehr nicht emotional gewesen, aber ich habe irgendwie in dem Haus, wo wir waren, das war unser Haus, habe ich 10 Jahre meine Jugend verbracht. Aus privaten Gründen mussten wir dann allerdings ausziehen. Meine Mom, ich und meine Schwester. Und leben wir in einer 3-Zimmer-Wohnung, ist auch voll okay. Ich liebe mein neues Zimmer und das ist voll schön. Und das ist, wie gesagt, mein neues Zimmer. Ihr seht davon jetzt nicht viel. Denn wenn ihr mal eine Roomtour sehen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eine Roomtour sehen wollt. Dann können wir gerne eine Roomtour machen, wenn ihr mal alles steht und sitzt, wo es hingehört. Ist nur ein bisschen Baustelle gerade hier. Die Wände sind noch nicht fertig. Aber es hat immer so einen Umzug an sich. Ein Umzug hat an sich, dass nicht alles von heute auf morgen geht. Wenn ja, wäre es ein Wunder. Immer am Worken. Und ich muss sagen, es geht immer irgendwas irgendwie verloren. Alle Umzüge, die ich bisher gemacht habe, ist immer irgendwas verloren gegangen. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, 10 Jahre gefühlt, meine Fernbedienung für die Kamera gesucht. Also ich weiß nicht mehr, wo ich die gefunden habe. Ich habe fast meinen Geldbeutel oder Davids Geldbeutel in den Müll geschmissen, weil ich nicht wusste, dass der noch im Karton war. Und ich habe meine alten Wohnungsschlüssel, glaube ich, 3 Tage lang gesucht, weil ich habe sie einfach nicht gefunden. Es geht immer irgendwas verloren. Taucht dir irgendwann auf, weil alles in doofen Kisten verstaut ist und man nicht weiß, wo es hin ist und wo es herkommt. Zimmer ist lang, das ist so crazy. Ich habe ja einfach ein Jahr meines Lebens, okay, eigentlich gar nicht so lang. Hier ist eine Pflanze verbracht. Das ist so krass. Ist alles hier so leer zu sehen und dreckig. Ja, wir sind gleich fertig. Also ein bisschen. Ich muss ja sagen, wenn man diese ganzen Kartons zusammenpackt, diese ganzen Feelings dabei, also ich weiß nicht, diese ganzen Feelings beim Zusammenpacken, du ziehst gerade aus. Ich fühle mich da immer wieder wie Bella, als sie Edward heiratet in Twilight und dann Kartons packt, bevor sie zu Edward sieht an dem Tag. So fühle ich mich immer. Also richtig so Tragedy, kalte Füße. Ich will hier gar nicht weg. Ich bin auch ein Mensch, ehrlich gesagt. Ich halte sehr lange Alpen fest. Ich kann unglaublich schwer loslassen. Egal ob Wohnungen, Menschen, Tiere, whatever. Ich bin, wenn ich was gewohnt bin, kann ich da nicht so leicht raus. Ich bin ein sehr krasses Gewohnheitstier. Was ein Vorteil ist, aber auch irgendwie ein Nachteil. Also beim Umzug ist eher ein Nachteil, weil ich nicht gerne aus meinem Territorium rausgerissen werde. Aber ja, was sein muss, muss sein, ne? Ich muss sagen, so viele Umzüge sind schon was Cooles, weil ich kenne gefühlt ganz Deutschlands Wohnungen vom Schnitt her. Aber da denkt auch sehr viel dran. Ich meine, ich bin, muss sagen, mental sehr erschöpft vom Umziehen. Es war, glaube ich, es war mein 10. Umzug nach 10 Jahren. Es war mein Jubiläumsumzug, also 10-mal umziehen bisher hinter mir. Und ich muss sagen, ich kann es nicht mehr sehen. Also wenn ich schon ein Möbelstück anfasse, heule ich innerlich schon, weil ich mir denke, nein, stopp. Nein. Das Schlimme daran ist, ich ziehe nochmal um. Also es war nicht mein letzter Umzug. Ich werde nächstes Jahr nochmal umziehen, weil ich dann mit der Schule fertig bin und von zu Hause ausziehe. Und das wird nochmal ein Umzug sein. Das wird auch nicht mein letzter Umzug sein, denn ich plane nur einen Zwischenstopp in einer Wohnung nächstes Jahr und ziehe dann wieder um in eine größere Stadt. Never ending story. Oh mein Gott. Ew. Und ich muss auch sagen, rein körperlich gesehen hat sich mein Körper so extrem gegen diesen Umzug gewehrt. Ich hatte so ein Pickelgesicht, oh mein Gott. Ich bin, muss sagen, langsam raus aus diesem ganzen Pubertätsding. Ich meine, wenn man mal so alte Videos von mir vergleicht mit heute, ist meine Haut schon wirklich wieder on fleek geworden. Das war mal wesentlich schlimmer, aber die ganze Woche war ich so ein Pustekuchen.
Aber ich hatte zum Glück nie Bea. Aber die ganze Woche war so ein Pustekuchen in meinem Gesicht, weil ich glaube einfach die ganze Umstellung und das, keine Ahnung, irgendwie hat sich mein Körper mega gewehrt, denn ich habe an meiner Ernährung und so nichts verändert. Also es muss was daran liegen, sonst hätte ich es ja gemerkt. Und alles in mir hat sich gegen diesen Umzug gewehrt, obwohl ich wusste, es wird schön. Aber ich hatte einfach ein Problem, umzuziehen, weil wie gesagt, ich mag diese Veränderung an sich nicht. War ein bisschen difficult. Ich bin auch froh, dass ich endlich in dieser neuen Wohnung bin, andererseits, weil ich einfach räumlich abschließen kann. Ich habe euch nie die Story erzählt zwischen meinem Stiefvater und mir und meinem richtigen Dad und mir. Ihr kennt nur den Song 18. Es war nur so ein Momentaufnahme von meinen Gefühlen. Aber ihr kennt diese Story ja gar nicht so richtig. Und ich weiß, und ich wollte mal drüber reden online. Ich habe auch schon mal ein Video darüber angefangen, aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ich bin einfach froh, räumlich mit allem abschließen zu können, jetzt allein zu wohnen mit meiner Mama und meiner Schwester. Und einfach, das ist wie so ein Neustart für ein Jahr. Und dann bin ich wieder weg und habe einen neuen Neustart. Es fühlt mich auch besser, ich kann auch viel besser schlafen. Ich wohne jetzt hier eine Woche drin, nicht mal eine halbe Woche. Und ich muss sagen, ich kann besser schlafen. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich genau deswegen. Aber mal gucken, keine Ahnung. Ich finde, erst bei so einem Umzug realisiert man, wie viel Zeug man eigentlich hat. Oh mein Gott, habe ich viel Zeug. Hier ist schon Mendes. Ich muss ein bisschen leiden gerade, aber I don't care. Was lernen wir aus, das erste Mal umziehen? Niemals alles auf den letzten Drücker machen. Niemals. Ja, geht einfach nicht gut. Ich bin ein Mensch grundsätzlich, ich mache alles grundsätzlich auf den letzten Drücker. Weil ich einfach denke, ich habe noch Zeit. Und dann ist der Punkt da und ich so, fuck, ich habe keine Zeit mehr. Und das ist beim Umzug ganz, ganz schlimm. Denn man kann einfach nicht an einem Tag alles zusammenpacken. Wenn man ein Zimmer hat, nur für sich alleine, geht das vielleicht. Aber wenn man eine ganze Wohnung zusammenpacken muss, geht das auf keinen Fall an einem Tag sortiert. Ich kann natürlich alles irgendwie in Kisten schmeißen, so nach dem Motto. Aber wenn man das sortiert machen will, geht das nicht an einem Tag. Also ruhig eine Woche einplanen, das wäre sehr gut, glaube ich. Eine Woche einplanen ist gut. Und dann sind wir gleich mal schon beim zweiten Tipp. Wie gesagt, ein Kistensystem. Es bringt überhaupt nichts, wenn ihr alles irgendwie in irgendwelche Kisten schmeißt, denn ihr findet nie wieder irgendwas. Ich sag's euch, Leute. Ich habe alle Kisten kontinuierlich beschriftet mit Kommode, Schreibtisch, Schrank, Küche, whatever, weil es findet man nichts mehr. Und deswegen, das dauert ein bisschen lang, dieses System zu entwickeln. Also ruhig eine Woche Zeit lassen, denn alles drunter ist Trash. Ist einfach so. Ihr könnt mir gerne mal eure Erfahrungen damit in die Kommentare schreiben. Bin ich sehr gespannt. Was mir besonders geholfen hat, aber es hat einfach nicht gewirkt, aber ich weiß, es würde wirken, hätte ich mich damit besser befasst. Mental darauf vorbereiten. Ich meine, so ein Umzug ist auch für die Seele, fürs eigene Befinden, finde ich zumindest, sehr viel Stress, weil man einfach von jetzt auf dann, wenn man alles auf einmal macht, ruckartig aus seinem alten Umfeld rausgerissen wird und in ein neues gepflanzt wird. Ist nicht immer einfach, glaube ich. Also fühle mich auch noch nicht zu Hause, ehrlich gesagt, hier. Es fühlt sich an wie in einer Wohnung, aber nicht mein Zuhause. Es braucht auf jeden Fall Zeit, bis man sich, glaube ich, an sein neues Zuhause gewöhnt hat. Aber ich glaube, darauf mental vorzubereiten, dass man umziehen wird und sich schon mal mental von allem verabschiedet, ist, glaube ich, schon mal ein guter Weg, irgendwie damit klarzukommen. Denn das habe ich nicht getan, das hätte ich, glaube ich, tun müssen. Und was ich auch gemerkt habe, in der neuen Wohnung, wenn man die Möbel aufbaut oder aufbauen lässt, so wie ich, nicht die Aufbauflächen versperren. Ich habe zum Beispiel mein Zimmer, ist ein bisschen kleiner als mein altes, aber ist auch egal. Und ich habe alles in die Ecke komischerweise geräumt, wo mein Bett hin sollte. Und da kann dann gar kein Bett aufgebaut werden, wenn alles voll mit Trash ist und man gar nicht aufbauen kann. Also auf keinen Fall Aufbauflächen zum Aufbauen versperrt. Denn die Arbeiter, die das aufbauen, sagen dann, wir können hier nichts aufbauen, wir kommen morgen wieder und dann passt halt kein Bett. Also auf jeden Fall irgendwie versuchen, wenn ihr gerade ein Zimmer aufbaut, das Zimmer möglichst leer lassen und die Kartons so lange in einem anderen Raum zu lassen, bis der Raum dran ist und dann umzuräumen. Wisst ihr, wie ich meine? Denn den Arbeitern, das ist egal. Die kriegen ja Geld und Gutes. Und auf jeden Fall Zeit einplanen und Personen einplanen. Wir waren, glaube ich, zu 8. Also inklusive Freunde und David und so. Da ging es recht schnell. Also wir haben an einem Tag alle Möbel rübergetan, am zweiten Tag alles eingeräumt. Das ging recht schnell. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man ein paar Leute zur Hilfe ruft oder sucht, denn allein geht das nicht. Allein schon die Möbel, oh mein Gott, Leute. Ich habe an dem Tag gefühlt einen doppelten Bizeps bekommen. Also hätte ich gern, aber innerlich. Und also auf jeden Fall Leute vielleicht einplanen oder Leute auf jeden Fall fragen, abgesehen von der Familie, die euch vielleicht helfen können, denn klar, je mehr Hände, desto schneller geht's und desto schneller seid ihr umgezogen, denn Umziehen ist immer so eine richtige Katastrophe, man will es einfach nur hinter sich bringen, weil es immer Drama gibt. Also ich kenne keinen Umzug, bei dem es kein Drama gab, zumindest ich nicht. Und deswegen, je mehr Hände, desto besser. Das war die erste Folge von Das Erste Mal. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über Daumen nach oben freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr das nächste Mal von Das Erste Mal sehen wollt. Oder welches Video ihr für das Format Das Erste Mal habt. Würde mich sehr interessieren, wenn ihr nicht wisst, was Das Erste Mal ist. Wie gesagt, gerne hier oben vorbeigucken, ist verlinkt. Und ja, dann schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Jetzt wisst ihr, was so meine Sicht für das erste Mal umziehen war. Und meine Tipps und Tricks. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks habt, gerne in die Kommentare. Schreibt mich sehr freuen. Denn es war, wie gesagt, nicht das letzte Mal umziehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.
Musik.